Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Israelische unbemannte Flugzeuge, unbemannte Bodenfahrzeuge und unbemannte Überwasserschiffe gehören zu den modernsten und effektivsten unbemannten Systemen der Welt. Sie werden für militärische Operationen, Aufklärung, Nachrichtendienst, Grenzsicherung, Perimeterverteidigung, Kampfmittelbeseitigung, maritime Sicherheit, Überwachung sowie Such- und Rettungsaktion eingesetzt. Insgesamt sind die unbemannten Systeme Israels sehr fortschrittlich und effektiv, was sie zu einer wertvollen Ressource für militärische, sicherheitstechnische und zivile Anwendungen macht. Und heute stellen wir Ihnen die 10 besten israelischen unbemannten Systeme vor. Hermes 45. Der Hermes 45 ist ein unbemanntes taktisches Kleinflugzeugsystem mit mehreren Missionen, das von Elbit Systems für Land- und Seeoperationen mit einer breiten Palette an fortschrittlichen Nutzlasten entwickelt wurde. Mit ihrer geringen taktischen Reichweite und ihrer langen Einsatzdauer ist die Hermes 45 für die Unterstützung der höheren taktischen Staffeln bei Aufklärungs-, Überwachungs-, Zielerfassungs- und Aufklärungsmissionen konzipiert, die eine lange Einsatzdauer erfordern. Die Hermes 45 ermöglicht fortschrittliche Missionen mit einer Sichtflugreichweite von 200 Kilometern oder einer erweiterten Reichweite mit einer Flugzeit von bis zu 22 Stunden. Sein einziger interner Nutzlastschacht bietet Platz für bis zu 20 Kilogramm Missionsausrüstung, darunter elektrooptische Infrarotsensoren, Marineradar, Terraindominanzsensor und andere. Der Hermes 45 kann von nur zwei Bedienern eingesetzt werden und lässt sich leicht von Land- und Seeplattformen aus starten. Die automatische Präzisionsbergung des Hermes 45 erfolgt ohne Landebahn oder großen Landeplatz. Der gesamte Wendevorgang von der Bergung bis zum Widerstart dauert weniger als 30 Minuten. Spike Firefly. Die taktische Miniatur-Laufwaffe Spike Firefly ist ein neues Mitglied der Spike-Familie von Präzisionslenkwaffen, die von Rafael Advanced Defense Systems, einem israelischen Unternehmen für Verteidigungstechnologie, entwickelt wurde. Die Loitering-Munition ist für den Einsatz von abgesessenen Infanteristen, Marines und Spezialkräften in der urbanen Kriegsführung bestimmt. Zu den typischen Einsatzmöglichkeiten des Firefly gehören die Lageerkennung, die Bekämpfung feindlicher Ziele jenseits der Lichtlinie und der Aufklärung von manövrierenden Truppen sowie die taktische Aufklärung in städtischen Kampfgebieten. Die taktische Miniatur-Loitering-Waffe Firefly ist mit einem 350 Gramm schweren, omnidirektionalen Fragmentierungsgefechtskopf bestückt. Der Sprengkopf bietet eine hohe tödliche Sprengwirkung gegen hinter der Deckung liegende feindliche Strukturen außerhalb der Sichtlinie. Die Loitering-Waffe hat eine Manövrierfähigkeit von bis zu 60 Stundenkilometer und eine Sturzfluggeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer. Sie hat eine Reichweite von 0,5 Kilometer in städtischen Szenarien und bis zu 1 Kilometer in offenen Umgebungen. Skylark 3. Der Skylark 3 ist ein taktisches, unbemanntes Mini-Flugzeugsystem, das von Elbit Systems, einem israelischen Unternehmen für Verteidigungselektronik, entwickelt wird. Es basiert auf der Skylark-Familie von Elbit Systems, die bereits bei mehr als 30 internationalen Kunden im Einsatz ist. Der Skylark 3 ist ein unbemanntes Starrflügler-Luftfahrzeug, das von einem neuen Hybrid-Antriebssystem angetrieben wird, das sowohl Elektro- als auch Verbrennungsmotoren integriert. Das System ist für einen Betrieb von bis zu 20 Stunden unter schwierigen Bedingungen ausgelegt. Die Drohne kann eine Nutzlast tragen, die hochauflösende, kardanisch aufgehängte und stabilisierte duale elektrooptische Infrarotsensoren sowie Nutzlasten für Videoanalyse, elektronische Intelligenz und Kommunikationsaufklärung umfasst. Der Skylark 3 kann eine maximale Höhe von 3675 Metern und eine maximale Reichweite von 120 Kilometern erreichen. Hermes 450. Der Hermes 450 ist ein von Elbit Systems entwickeltes taktisches unbemanntes Mehrzweckluftsystem mit hoher Leistung. Es dient den israelischen Verteidigungsstreitkräften seit mehr als einem Jahrzehnt als Hauptplattform für Nachrichtengewinnung, Überwachung, Zielerfassung und Aufklärung. Die Hermes 450 trägt zwei Nutzlasten gleichzeitig und kann eine Vielzahl von Sensoren aufnehmen. Die maximale Nutzlastkapazität der Drohne beträgt 180 Kilogramm. Die von Hermes 450 mitgeführten elektrooptischen Infrarotkameras ermöglichen die Erfassung hochwertiger Bilder bei Tag und Nacht. Die Nutzlast umfasst auch einen Laserdesignator, um Ziele zuzuordnen. Das unbemannte Luftfahrtsystem ist vom Start bis zur Landung völlig autonom. Der Autopilot des Hermes 450 ermöglicht es dem Fahrzeug, sicher zu starten und zu landen.
Die Hermes 450 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 176 Stundenkilometern und eine Reisegeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Die Betriebsdauer beträgt 17 Stunden und kann durch den Einbau von externen Treibstofftanks bis zu 30 Stunden verlängert werden. Das unbemannte Flugzeug hat eine maximale Reichweite von 300 Kilometer. Rook. Das Rook ist ein unbemanntes 6x6 Bodenfahrzeug, das von den israelischen Unternehmen Elbit Systems und Roboteam entworfen und entwickelt wurde. Das Rook ist ein Fahrzeug mit mehreren Nutzlasten. Es kann bis zu 1200 Kilogramm Nutzlast befördern und dabei seine Manövrierfähigkeit und Übertragbarkeit beibehalten. Die Plug-and-Play-Nutzlastarchitektur des Fahrzeugs ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Nutzlasten. Die Kameranutzlasten auf dem unbemannten Fahrzeug liefern 360 Grad hochauflösende Echtzeit-Videobilder bei Tag und Nacht. Das Rook kann zur Lieferung von Versorgungsgütern, Logistik und zur Unterstützung der Evakuierung von Verletzten eingesetzt werden. Es kann auch als ferngesteuertes Waffensystem fungieren und von kleinen senkrecht startenden und landenden Fahrzeugen aus eingesetzt werden, um Aufklärungsmissionen im Feld durchzuführen. Das unbemannte Fahrzeug wird durch ein modular-hybrides Energiesystem angetrieben, das Batterien und einen optionalen internen Generator umfasst. Es hat eine Ausdauer von bis zu 8 Stunden und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer erreichen. Rotem L. Der IAI Rotem L oder IAI Rotem Light ist eine taktische Loitering-Munition, die auf einer leichten Multirotor-Plattform basiert und hervorragende Fähigkeiten gegen gegnerische Systeme mit geringer Signatur in komplexen Umgebungen bietet. Die leichte Drohne wiegt nur 4,5 Kilogramm und verfügt über eine beeindruckende Anzahl von Sensoren, darunter Tag- und Nachtkameras, die zur Steuerung und Aufklärung eingesetzt werden, sowie mehrere Schallwandler, die eine Hindernisvermeidung und den Flug durch das Innere von Gebäuden, durch Fenster, enge Straßen oder dichte Vegetation ermöglichen. Die Quadcopter-Konfiguration ermöglicht es dem Rotem L bei Bedarf bis zu 45 Minuten lang über einem bestimmten Gebiet zu schweben, Loiter, während er nach einem geeigneten Ziel sucht und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 92 Stundenkilometern dorthin zu fliegen, wo er benötigt wird. Der Rotem-Gefechtskopf besteht aus zwei Sprengstoff-Fragmentierungsgranaten, die mit einem doppelten Safe- und Arm-Mechanismus ausgestattet sind. Robust. Das israelische Verteidigungsministerium wird mit der Erprobung eines unbemannten Roboterfahrzeugs beginnen, das von der Direktion für Verteidigungsforschung und Entwicklung des Ministeriums, der Direktion für Panzer- und Kampffahrzeuge und der israelischen Sicherheitsindustrie entwickelt wurde. Das Fahrzeug umfasst eine neue Roboterplattform des Typs BLR-2 von BL, einem autonomen 30mm Turm, der von der Direktion für Panzer- und Panzerabwehrsysteme für den gepanzerten Mannschaftstransportwagen ITAN entwickelt wurde, das aktive Schutzsystem Iron Fist von Elbit, Feuerleit- und Missionsmanagementsysteme sowie eine autonome Roboterausrüstung und Systeme zur Situationserkennung. Das Fahrzeug wird außerdem mit einem Visier, einem IAI-Raketenwerfer und Spike-Raketen von Rafael Advanced Defense Systems ausgestattet sein. Zu den Fähigkeiten des Fahrzeugs gehören eine hochgradig autonome Lösung für die Vorwärtsaufklärung und eine kontrollierte Letalität unter allen Geländebedingungen. Es ist tagsüber und nachts in Allwetterszenarien einsatzfähig, wobei der Schwerpunkt auf operativer Wirksamkeit, Einfachheit, minimalen Bedienereingriffen und der Integration in heterogene unbemannte Systeme liegt. Das System ist ein gemeinsames Produkt langjähriger Investition der Direktion für Forschung und Entwicklung und der Direktion für Panzer- und Panzerabwehrsysteme und soll im Laufe des Jahres 2023 in repräsentativen Szenarien erprobt werden. Heron TP. Das unbemannte Luftfahrzeug Heron TP ist eine fortschrittliche Variante des Heron 1, die von Israel Aerospace Industries entwickelt wurde, um die vielfältigen Missionsanforderungen der Streitkräfte zu erfüllen. Zu den Einsatzmöglichkeiten der Drohne gehören Überwachung, Aufklärung, Bewertung von Gefechtsschäden, Zielerfassung, Luftbetankung, Nachrichtengewinnung und Raketenabwehr. Zu den Missionssystemen des Heron TP gehören ein Radar für die Seepatrouille, elektronische Unterstützungsmaßnahmen, elektronische und kommunikative Aufklärung sowie ein Radar mit synthetischer Apparatur. Die von den Nutzlasten gesammelten Echtzeitbilder und Telemetriedaten werden über Sichtlinienausbreitung und Satellitenkommunikation an die Bodenkontrollstation übertragen.
Die Drohne hat ein maximales Startgewicht von 5300 Kilogramm und ist in der Lage, bis zu 36 Stunden unter allen Wetterbedingungen durchzuhalten. Angetrieben von einem 1200 PS starken Pratt & Whitney Turboprop-Triebwerk, erreicht die Heron TP eine Geschwindigkeit von rund 370 Stundenkilometer und kann 13.700 Meter über dem kommerziellen Verkehr fliegen. Seagull. Die Seagull ist ein unbemanntes Mehrzweck-Überwasserschiff, das von Elbe Systems hergestellt wird, um die Anforderungen von Seestreitkräften auf der ganzen Welt in der Seekriegsführung zu erfüllen. Das Schiff ist in der Lage, Minenabwehrmaßnahmen durchzuführen, die das Aufspüren, die Kategorisierung, die Lokalisierung, die Erkennung und die Neutralisierung von Seeminen, Festmachern und schwimmenden Seeminen umfassen. Es kann auch zur U-Boot-Bekämpfung, zur Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung, zur elektronischen Kriegsführung, zur maritimen Sicherheit und für hydrographische Aufgaben eingesetzt werden. Die Seagull ist mit einem ferngesteuerten Waffensystem bewaffnet, das mit einem 12,7 mm Maschinengewehr bestückt ist. Das Torpedoabschusssystem auf dem Schiff ermöglicht den Abschuss von Torpedos gegen feindliche U-Boote und gewährleistet den Schutz von Marineeinrichtungen, kritischen Seegebieten und hochwertigen Gütern vor U-Booten. Die Seagull hat eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer und kann mehr als 4 Tage lang ununterbrochen auf See fahren. Hermes 900. Die Hermes 900 ist ein taktisches, unbemanntes Luftfahrzeugsystem mit mittlerer Flughöhe und langer Flugdauer, das in erster Linie den israelischen Streitkräften die Durchführung von Aufklärungs-, Überwachungs-, Zielerfassungs- und Aufklärungsoperationen ermöglichen soll. Der aus dem Hermes 450 abgeleitete Hermes 900 dient in erster Linie der Erfassung von Echtzeitbildern des Gefechtsfeldes und deren Übertragung an eine universelle Bodenkontrollstation. Die Hermes 900 ist für mehrere Einsätze konfiguriert, auch unter ungünstigen Wetterbedingungen. Sie verfügt über modernste Avionik, ein Seefahrwerk und interne automatische Start- und Landesysteme. Die Hermes 900 verfügt über elektrooptische und Infrarotsensoren, Wärmeüberwachungsgeräte, einen Laserdesignator und elektrische Aufklärungssensoren. Er nutzt mehrere Sensoren und Satellitenkommunikation für die Datenerfassung und Übertragung über große Entfernungen. Die Hermes 900 kann in einer maximalen Höhe von 10.050 Metern fliegen. Die Höchstgeschwindigkeit der Drohne beträgt 222 Stundenkilometer. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der unbemannten Systeme euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.